In einem der letzten Beiträge haben wir schon recht ausführlich über die Reisewelle zu Ostern gesprochen. Was wirklich aus den mehreren hundert vor mittlerweile 2, 3 Wochen geplanten Flügen geworden ist, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Eine Sache kann ich direkt schon mal vorwegnehmen. Es gibt zwar eine ganze Menge zusätzliche Flüge rund um Ostern, allerdings sind das nicht annähernd so viele hundert zusätzliche Verbindungen wie erwartet. Das ganze Hin und Her rund um steigende Zahlen, eine mögliche Osterruhe, ja oder nein, ein neuer Lockdown oder vielleicht sogar ein komplettes Reiseverbot und so weiter. Das hat die Buchungszahlen zwar nicht unbedingt abfallen, aber eben auch nicht längerfristig weiter so sprunghaft ansteigen lassen, wie das der ein oder andere aus der Branche eventuell vermutet oder erhofft hat. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die Diskussion rund um das ganze Zeug wahrscheinlich effektiv mehr Reisen verhindert hat als irgendwelche konkreten Maßnahmen. Aber gut, ein Beispiel. Am Flughafen München haben alle Fluggesellschaften zusammen, laut Aussage des Flughafensprechers, für die beiden Osterferienwochen insgesamt etwa 3.600 Flüge von und nach München geplant. Das sei zwar durchaus etwas mehr als für die Zeit davor und wird auch wahrscheinlich etwas mehr sein als für die Zeit nach diesen Osterferien, aber es ist auch noch ganz weit weg von dem, was man in den Osterferien 2019 am Flughafen München hatte. Da waren es nämlich etwa 18.000 Flüge in diesen beiden Ferienwochen. Somit ist der Buchungsboom, tolles Wort übrigens, zu Ostern sicherlich ein eher überschaubarer Boom. Aber dieser Vergleich zu 2019 hinkt natürlich auch ein bisschen, denn man muss fairerweise auch dazu sagen, dass es logischerweise aus guten und durchaus bekannten Gründen sehr viel weniger Auswahl gibt als sonst. Als attraktiv gelten aktuell neben einigen Verbindungen auf die Kanaren vor allem Dubai und Mallorca. Und so kam es eben dazu, dass am ersten Wochenende der Osterferien in Bayern ganze 18 Flugzeuge in Richtung Malle starteten. Im Vergleich zu den 2 Flugzeugen, die am Wochenende zuvor unterwegs waren, ist das ja schon mal eine ganze Menge mehr. Damit war es das dann aber auch erst einmal wieder. Die meisten Leute fliegen logischerweise direkt zu Beginn der Ferien weg. Es wird zwar jetzt noch mal ein bisschen was über die Osterfeiertage an sich erwartet, aber dann gehen erst einmal die Buchungszahlen und damit zwangsläufig verbunden auch die Anzahl der Flüge wieder zurück. Für heute und die nächsten Tage stehen, wie der Beispiel München, 6 bis 9 tägliche Verbindungen verschiedener Fluggesellschaften nach Mallorca auf dem Plan. Aber logischerweise auch über ganz Deutschland verteilt, war der 27. März so ein bisschen der Startschuss für diese mehr oder weniger zahlreichen, hauptsächlich Mallorca-Urlaubsflüge. Die Diskussion über die Sinnhaftigkeit dieser Reisen habt ihr sicherlich mitbekommen. Die Airlines freut es aber, logischerweise. Und so reaktivieren hierzulande einige Fluggesellschaften ihre teilweise seit einigen Monaten geparkten Flugzeuge. Lufthansa beispielsweise aktiviert jetzt Stück für Stück wieder einige ihrer älteren, in Anführungszeichen, Airbus A320. Also die Dinger ohne Neo, die mit den kleineren Triebwerken, welche ja seit Beginn der Pandemie nahezu komplett aus dem aktiven Flugzeugportfolio der Fluggesellschaft verschwunden waren. Das hat allerdings eher weniger was mit einem Osterboom zu tun, als vielmehr mit einer Hoffnung auf einen buchungsstarken Sommer. Aber immerhin, Verbindung nach Palma flog die Fluggesellschaft in den letzten Tagen wieder verstärkt mit dem größeren Airbus A321. Und an diesem letzten Samstag, am besagten 27. März, hatte die Airline gleichzeitig über 100 Flugzeuge in der Luft. Was beachtlich ist. Und für Lufthansa-Verhältnisse machten sich überraschend viele Maschinen auf den Weg in Richtung Kanaren, Portugal oder eben nach Mallorca. Bei Eurowings hingegen waren an diesem Samstag gleichzeitig teilweise bis zu ca. 20 Flugzeuge in der Luft. Logischerweise wird der Flugplan dieser Fluggesellschaft mit hauptsächlich Urlaubs- und Ferienflügen aber sehr viel spontaner und flexibler an das angepasst, was wirklich gerade gebucht wird, als es bei der Lufthansa der Fall ist. Stabile Dienstpläne dürften bei Eurowings aktuell die wenigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und damit ist Eurowings übrigens auch ein recht anschauliches Beispiel dafür, dass dieser Osterboom dann doch eher ein kleinerer Osterboom war und ist. Die Hälfte der 12 Flugzeuge der Eurowings Europe und gerade mal ein Viertel der fast 90 Flugzeuge der deutschen Eurowings gelten zum aktuellen Zeitpunkt als aktiv. Nur circa 20 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft an einem Samstag tagsüber in den Osterferien ist bei dieser Fluggesellschaft noch sehr, sehr weit entfernt von Normalbetrieb. Die circa 20 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft hatte, perfekte Überleitung, an diesem Tag übrigens auch Condor. Die Fluggesellschaft hat vor kurzem 2 oder 3 ihrer Boeing 757 nach langer Zeit wieder reaktiviert und schickte an diesem Samstag das für sie kapazitätsstärkste Flugzeug unter anderem auch nach Palma.
Aber auch hier gilt, ganz ähnlich wie auch bei Eurowings, der Fluggesellschaft bleibt quasi gar nichts anderes übrig, als möglichst flexibel auf die stark volatilen Buchungszahlen zu reagieren und ihre Flugpläne quasi dauerhaft spontan anzupassen. Die Flüge werden je nach Buchungszahlen auf die entsprechenden Flugzeugtypen verteilt, Rückflüge werden teilweise zusammengelegt. Unterm Strich bleibt somit auch hier zwar eine deutlich angehobene Anzahl an Verbindungen zu den Osterferien, aber alles in allem dann doch eher ein kleiner Boom. Haben wir es wieder. Wie bereits im letzten Beitrag erwähnt, konnte die Fluggesellschaft aber wie geplant zum ersten Mal am letzten Wochenende von Zürich aus an den Start gehen. Etwas mehr als 30 der knapp über 50 Flugzeuge der Condor sind zum aktuellen Zeitpunkt aktiviert. Und der Vollständigkeit halber, auch TUIfly hatte ja die ersten Mallorca-Verbindungen der Saison vorgezogen und von stark angestiegenen Buchungszahlen und dementsprechend auch von einem deutlich anziehenden Flugangebot berichtet. Auch hier konnte man nicht das umsetzen, was man dort mal in voller Vorfreude geplant hatte, aber mit ca. 10 Flugzeugen gleichzeitig in der Luft hatte die Fluggesellschaft an diesem Samstag dann ja doch quasi die Hälfte ihrer mittlerweile doch recht geschrumpften Flotte aktiv. Die Dynamik der Politik hierzulande und die damit verbundene Unsicherheit unter den potenziellen Osterurlaubsgästen und eine ab dem letzten Dienstag geltende allgemeine Testpflicht für Reiserückkehrer machten aus diesem Osterboom eine sehr viel größere organisatorische Herausforderung, als es die ganze Nummer eh schon war und ist. Und das alles mit dem Wissen, dass zwar die Gäste, die man hingeflogen hat, auch irgendwann wieder nach Hause fliegen müssen und man die dementsprechend dann auch wieder im Flugzeug haben wird, aber eben auch mit dem Wissen, dass nach den Osterferien erst einmal wieder Schluss sein wird. Die 7-Tage-Inzidenz auf den Balearen hat mit einem Wert von etwa 35 mittlerweile wieder ganz ordentlich angezogen, liegt jedoch noch immer deutlich unter dem als kritisch bezeichneten Wert von 50. Trotzdem reagiert man vor Ort mit leicht angezogenen Regeln, mit leicht verschärften Maßnahmen. Und welche Auswirkungen dieser kleine Osterboom wirklich auf die Inzidenzen vor Ort haben wird, das wird man dann in den nächsten Tagen sehen. Dazu stellt sich bereits jetzt logischerweise die Frage, inwiefern die Luftfahrtbranche mit dieser kleinen oder generell die Reisebranche, die Tourismusbranche mit dieser kleinen Reisewelle den mit so hohen Erwartungen verbundenen Sommer eventuell bereits jetzt in irgendeiner Form aufs Spiel gesetzt haben könnte. Das lässt sich zwar so in dieser Form zum aktuellen Zeitpunkt sicherlich noch nicht sagen, das wäre sicherlich etwas überstürzt. Die Lage auf Mallorca beispielsweise ist durchaus noch sehr überschaubar, auch mit den geschätzt bis zu 40.000 deutschen Urlaubern, die bis zum Ostermontag dorthin reisen könnten, hat man noch lange nicht 10% Hotelbelegung auf dieser Insel erreicht. Es gibt eine mittlerweile ausgedehnte Sperrstunde, so gut wie jedes Lokal vor Ort ist noch geschlossen. Es gibt ausgeklügelte Hygienekonzepte und dicke Corona-Partys findet man ganz offensichtlich zum aktuellen Zeitpunkt eher in Berlin als auf Mallorca. Naja, die Insel will sich ihre aktuell recht bequeme Corona-Lage definitiv nicht verspielen. Und den jetzt fliegenden Mallorca-Gästen allesamt Unverantwortlichkeit und fehlende Weitsicht vorzuwerfen, ist sicherlich weder fair noch in irgendeiner Form faktisch belegbar. Aber für möglichst weltweites, offenes und total problemfreies Reisen ist jetzt sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt. Und das seht ihr, wenn ich mir eure Kommentare zum letzten Beitrag anschaue. Übrigens, vielen, vielen Dank, dass da so viel Konstruktives dabei war. Sehr, sehr cool, habe ich mich sehr drüber gefreut. Wenn ich mir eure Beiträge so anschaue, dann seht ihr das ganz genauso. Die wenigsten von euch haben zum aktuellen Zeitpunkt eine rein touristische Reise nach Mallorca oder irgendwohin geplant. Der Grund dafür ist, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber anscheinend nicht die Angst davor, sich anzustecken und oder für weitere Infizierte verantwortlich zu sein, sondern es sind viel eher die Maßnahmen, die aber wiederum dafür sorgen, dass Ersteres nicht passiert. Wie zum Beispiel sich mit tausenden anderen am Abflugtag oder einen Tag davor um ein negatives Testergebnis bemühen zu müssen, das kann anstrengend und nervig sein. Logischerweise und verbunden mit der Unsicherheit, begründet in der Dynamik der aktuellen Entscheidungen hierzulande, kann das Grund genug sein, um einfach zu Hause zu bleiben. Immer noch zu Hause zu bleiben. Und damit macht man erst einmal definitiv nichts verkehrt. Oder natürlich nach Dubai fliegen. Emirates freut sich, soweit ich weiß, in vielen Städten mittlerweile wieder über steigende Auslastung, fliegt aus München wieder mit dem A380 nach Dubai. In Frankfurt, glaube ich, zweimal täglich wieder mittlerweile. Tja, läuft. In diesem Sinne, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das soll es für heute gewesen sein. Schaut gerne im Shop vorbei. Dort gibt es die Blueprints. Vielen Dank für eure dicke Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.
und damit weiterhin so sprunghaft ansteigen lassen, aber eben auch nicht weiterhin länger. Wobei man auch dazu sagen muss, dass das war es dann aber auch erst einmal, denn die meisten Leute fliegen eben. Aber